Hey yo, was geht so, liebe Leute? Und damit willkommen zu Let's Play Sonic Generations für den Nintendo 3DS hier bei Crush4Fig89. Nach meinem Let's Play zu den HD-Versionen, welches aber leider Gottes in ziemlich mieser Qualität aufgenommen worden ist und deshalb dann demnächst nochmal in verbesserter Qualität noch einmal Let's Played wird, nehmen wir uns nun die 3DS-Version vor, welche ein bis zwei Wochen nach den HD-Versionen für Nintendo 3DS erschienen ist und damit auch das allererste offizielle Sonic-Game für den Nintendo 3DS war und sich und auch chronologisch als den vierten Sonic Rush chronologisch als der vierte Sonic Rush Teil bekannt ist. Aus diesem Grunde, weil nämlich der Modern Sonic sich hier genauso spielt wie in Sonic Rush. Und ja, wer mein Let's Plays zu Sonic Rush 1 und 2 gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Obwohl ich ja eigentlich auch schon Sonic Generations Let's Played habe, dachte ich mir, ich Let's Play auch nochmal die 3DS-Version aufgrund der Tatsache, da nämlich exklusiv außerhalb der Green Hill Zone nur exklusiv andere Stages aus den aus den damaligen Sonic Games hier in diesem Spiel vorkommen. Und ja, ich würde sagen, die Story ist wahrscheinlich auch hauptsächlich dieselbe, aber dennoch mit ein paar kleinen Unterschieden. Und man könnte es auch eher als abgespeckte Version von diesen, von den HD-Versionen betrachten, weil, nun ja, guckt es euch selbst an. Wir starten jetzt jedenfalls durch. Und wir starten auch gleich durch mit der Green Hill Zone, mit dem Classic Sonic. So wie wir es kennen. Und, anders als in den HD-Versionen, ist hier wirklich die Green Hill Zone komplett an den ersten Act, zu der Green Hill Zone von den Original Sonic 1 angelehnt. Also es gleicht wirklich zu 100% der allerersten Stage, wenn ihr euch das mal genauer angucken würdet. Ja, seht ihr da irgendwelchen Unterschied zur Originalversion? Ich nicht. Aber eines ist auf jeden Fall wieder enthalten. Exklusiv nämlich auch in diesem Spiel gibt es die Special Stages, sprich wenn wir alle Chaos Emeralds man kann ja wieder um die Chaos Emeralds spielen, statt dass man sie einfach so in der Story bekommt, so wie es in HD-Version der Fall ist. Und ja, wenn man 50 Ringe am Ende eines Levels hat, dann kommt man in die Special Stage. Am Ende von jeweiligen Act der jeweiligen Zone. Und ich habe nur A-Rang erreicht. Naja, ich war auch ein bisschen langsam, weil ich wollte noch ein paar Ringe sammeln. Naja, gut. Aber ihr habt es gesehen, es gleicht ziemlich den Original Green Hill Zone Act 1 aus den allerersten Sonic 1. So, jetzt kommen wir endlich zur Story. Da stappt er fröhlich herum, doch plötzlich bebt die Erde. Hä? Natürlich hat man auch hier den Classic Sonic nicht sprechen lassen. Leider Gottes, weiß auch Gott nicht warum. Und währenddessen in der Gegenwart. Ach ja, deutsche Sprachausgabe gibt es natürlich auch hier, aber auch nur mit deutschen Kommentaren. Also es wird hauptsächlich, die Cutscenes werden dann hauptsächlich mit Text und Bildern, wieder mal nur mit Texten und Bildern dargestellt, so wie es bei klassischen Games der Fall war, beziehungsweise in der Sonic Rush-Reihe. Hey Tails, was gibt's? Ich sollte dich hier treffen, oder? Oh, du bist früh dran, Sonic. Klar bin ich früh dran, ich bin ja auch das schnellste Wesen der Welt, Angeber. Was ist? Gibt's ein Problem? Nun ja, wir bereiten eigentlich gerade eine Überraschungsparty für dich vor. Tut mir leid, ich meine, danke für die Party, Tails. Gern geschehen. Besser wär's natürlich, wenn du erst nach den Gästen gekommen wärst. Ja, da ist nämlich der Unterschied. Die anderen Charaktere kommen dort nicht vor, beziehungsweise anderen Partygäste sind hier noch nicht erschienen und werden auch... Naja, ihr werdet es gleich sehen, ich will nicht zu viel spoilern. Ich kann dann auch mal um den Planeten rennen, wenn das hilft. Du weißt ja schon davon Bescheid. Was bringt dir das noch? Nein, das ist schon in Ordnung. Ich meine, du weißt eh schon Bescheid. Setz dich doch einfach und warte. Hey, das sieht gut aus. Natürlich. Chili Dog ist auch klar wie Kloßbrühe. Doch nicht anfangen, Sonic. Du sollst auf die anderen warten.
Ich warte nicht gerne. Hey, dann schlafe es sicher für mich. Ja, schon. Ich frage mich, wo die alle bleiben. Oh! Sonic, schau! Was geht hier ab? Ein Phantom! Nein, wir wissen alle bereits, um wen es sich handelt. Oh, Sonic! Tails! Oh, er saugt mich an! Hey, was geht da vor sich? Ja, au! Hilf mir! Sonic! Oh je. Wo bin ich? Wo ist Tails? Hä? Was ist das? Das kommt mir bekannt vor. Ich seh's mir mal an! Und jetzt starten wir durch mit der Green Hill Zone mit dem modernen Sonic. Aber wir kommen vorher auf die Oberweltkarte. Und wenn ihr die Musik kennt, das hier ist übrigens auch die Choose a Team Theme aus Sonic Heroes. Ja, da wir gerade von Sonic Heroes reden, ich wollte ja eigentlich als nächstes bei der Sonic-Reihe mit Sonic Heroes machen. Aber wie mein Info wieder angekündigt ist, würde sich jetzt derweil nicht ausgehen wie in der ganzen anderen Projekte, die aktuell kommen. Tja, das tut mir also leid. Aber dafür kann ich euch wenigstens ein Sonic-Kurzprojekt bieten. Das ist auch für mich das allerkürzeste Sonic-Game, was ich bieten wollte. Das sollte erst ganz zum Schluss kommen, bevor dann die Let's Play Agains zu anderen Sonic-Games kommen, wie zum Beispiel Sonic 4 Episode 2 und Sonic Generations und vielleicht auch Sonic 2 plane ich, weil diesen Fail bei Knuckles in Sonic 2 möchte ich ja wieder gut machen können. Aber da spielen wir dann das Original Sonic 2. Möchtest du Spielhilfe anzeigen? Optionsmenü kannst du die für einen ausstellen. Ja, die Hilfeanzeige, also mit Omochao oder so, wie wir es in HD-Version haben, werden wir hier zum Glück können wir zum Glück auch ignorieren, weil wenn ihr auf den Touchscreen die Fragezeichenfelder gesehen habt, wenn man die dort antippt, dann kann man erst die Hilfestellung bekommen. Also man kann das auch gezielt ignorieren und einfach sich auf den oberen Bildschirm konzentrieren. So, wir starten gleich durch mit Act 2. Ich befürchte also, wenn wir mit dem modernen Sonic die 50 Ringe abgeschlossen haben, also die 50 Ringe am Ende gesammelt haben, dann können wir dann auch in die Special Stage einsteigen. So, natürlich gibt es ja auch die Homing Attack, welche in Sonic Rush war sie schon dabei, aber da gab es ja das Zielfernrohr noch nicht so wirklich. Das gab es dann höchstens in Sonic Colors DS, da wo es dann, da war es dann erst richtig offensichtlich, dass Sonic einen Feind anpeilen möchte. Und ihr seht es ja, es ist genauso wie in Sonic Rush. Natürlich nur mit Zusatz... Oh, weia. Facepalm. Das hat man davon, wenn man Let's Play, dann übersieht man so manche Dinge. Als ich privat gezockt habe, da habe ich schon viel mehr Skill drauf gehabt. Ja, ja, ja. Gleich im ersten Part schon ein Fail. Ich habe eigentlich geplant, Non-Fail, also ein No-Death-Let's Play daraus zu machen. Tja, Challenge ist leider Gottes gefailt. Also aus der Challenge wurde es leider Gottes nichts. Aber was soll's. Auch dieser Level ist ja ziemlich kurz, weil, ach, verdammt, das hätte ich vielleicht packen können. Weil, auch der geht wirklich nur ziemlich kurz. Es ist generell ziemlich abgespeckt. Ihr seht ja auch die Steuerung, mit Y führt man den Turbo aus und wenn der Turbo Leiste durch Ring oder durch Besiegen von Feinden eine gewisse Grenze, also eine gewisse Leiste, also bis zum Ende gefüllt ist, dann kann man für kurze Zeit einen unnötigen Turbo einsetzen, bis dass diese Leiste, die blaue Leiste, die dann erscheint, dadurch erscheint, komplett leer ist. Dann erst leert sich die Anzeige wieder auf normale Art und Weise. Und ansonsten haben wir es ja auch gesehen mit A-Knopf springen, beziehungsweise B-Knopf und ja... Nach unten und B ist ja diese Rutsche. Leider Gottes habe ich nicht mehr so viel Reaktion gezeigt wie vorher. Was? Wieso komme ich nicht in die Special Stage? Normalerweise müsste ich ja in die Special Stage betreten können, da ich über 50 Ringe habe. Aber vielleicht geht das nur dann nach der Cutscene. Gucken wir mal. Ich weiß es leider Gottes nicht mehr, wie das war. Es war schon eine Weile her, seitdem ich Sonic Generations auf den 3DS durchgezockt habe. Danke, Sonic. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. So ganz körperlos im Dunkeln nicht zu schwimmen. Davon habe ich sicher wochenlang Albträume. Bin jedenfalls froh, dass es dir gut geht. Dieser Ort kommt mir verdächtig bekannt vor.
Mehr nicht. Ja klar, Tails war auch in der Green Hill Zone bzw. beim ersten Sonic Game noch dann gar nicht dabei, erst ab Sonic 2. Aber es scheint, als wäre alles Leben und alle Farmen rausgesorgt worden. Echt merkwürdig, hm? Nicht merkwürdiger als Flaschengeister, als Büchern oder Aliens aus intergalaktischen Vergnügungsparks zu retten. Hey! Aber zunächst müssen wir herausfinden, was das hier für ein Ort ist. Sonic! Hey Sonic, da drüben ist etwas in der Ferne! Sieht dunkel aus, vielleicht ist es Nacht und da drüben ist das ein riesiger Pilz? Das ist vielleicht einen genaueren Blick wert. Bin gleich wieder da! Oh, wow, du nimmst das sehr wörtlich. Bist du dort wirklich hingegangen? Kennst du keinen Unterschied, Tails? Jetzt denkt sich auch, what the fuck? Ja. Oh, du kannst es in die Special Stage, in diesem Level spielen. Okay, man kann das manuell machen. Und die neuen Level-Tore haben sich geöffnet. Die Casino Night Zone, ja. Anstatt der Chemical Plant bekommen wir in Sonic 2, also bekommen wir aus Sonic 2 die Casino Night Zone spediert. Und anstelle der Sky Sanctuary Zone aus Sonic 3 und Knuckles bekommen wir die Mushroom Hill Zone spendiert. Aber es ist komischerweise, sind das nur Stages aus eigentlich Sonic und Knuckles, weil Sonic und Knuckles war ja eine Fortsetzung zu Sonic 3, weil es ist halt so, Sonic 3 und Knuckles sind ja eigentlich das wahre Sonic 3, aber man musste sie ja wieder miteinander kombinieren. Man musste sie splitten, weil der Speicherplatz dafür zu groß war für das Modul. Aber man konnte die beiden Module zusammenstecken und daraus entstand dann ja, ihr habt es ja gesehen, sowohl Knuckles, wenn man zum Beispiel Sonic und Knuckles mit Sonic 2 verbunden hat, mit einem Spezialmodul für den Sega Mega Drive, dann konnte man Knuckles und Sonic 2 spielen. Wenn man das Sonic 3 und Sonic und Knuckles verbunden hat, hat man natürlich den wahren dritten Teil Sonic 3 und Knuckles freigeschaltet. Ob man dann den dritten Teil Sonic 3 und Knuckles freigeschaltet, klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich würde sagen, man spielt dann einfach Sonic 3 und Knuckles, also den wahren Sonic 3 Teil. Und ja, bei Sonic 1, wenn man Sonic 1 mit Sonic und Knuckles verbindet, dann konnte man die Special Stages aus Sonic 3 und Sonic 3 und Knuckles spielen. Das habe ich auch zum Glück auch über die Wii machen können, als ich Knuckles in Sonic 2 und Sonic 3 und Knuckles gezockt habe darauf. Weil ich die über den eShop gedownloadet habe. Und eShop, das ist ja früher Wii. Ah, keine Ahnung, ist egal. Jedenfalls habe ich mir alle vier Sonic Games gekauft und diese Funktion war ja schon darin enthalten, also dass man die Spiele miteinander kombinieren konnte. So, und jetzt wird es Zeit, dass wir die Special Stage starten, weil wir können noch einmal zwischen Act 1 und Act 2 wählen, aber wir spielen jetzt die Special Stage. Und die funktioniert auch ähnlich wie in Sonic Rush, aber man bewegt sie jetzt nicht mit dem Touchscreen, oder verwirkt sie sich mit dem Touchscreen fort? Jedenfalls, was ich sagen wollte, ihr kennt es an der Musik. Sie ist eher an Sonic Heroes an. Sie knüpft eher an Sonic Heroes an. Nein, man spielt es auch mit Steuerkreuz bzw. Analogstick. So, es geht hier darum, das hier ist nämlich die Act 2 Special Stage aus Sonic Heroes. Man muss hier wirklich Kugeln sammeln, um die Turboleiste zu füllen und dann kann man die ganze Zeit rumspeeden, wenn man gedrückt hat und jedes Mal dazwischen die Kugeln sammelt, damit die Turboleiste auch gefüllt bleibt. Weil der Emerald ist echt schnell und man muss jetzt stetig im Turbo bleiben, damit man ihn so schnell wie möglich erwischen kann. Das ist also angeknüpft an die Special Stage, also an die Chaos Emerald Special Stage aus Sonic Heroes. Aber leider Gottes mit der falschen Musik, weil da hat Sega nämlich die falsche Musik neu geremaked, weil das ist nämlich die Musik aus der Act 1 Special Stage, wo man da nur um extra Leben spielt. Mehr auch nicht, weil da hat man sich auf ähnliche Weise in so einen Zylinder bewegt. Also man hat sich da auf ähnliche Art und Weise durch diesen Zylinder durchgespeedet, um dann bis zum Ziel zu kommen. Allerdings allerdings hat man da nur bis zum Ziel kommen sollen, bevor die Zeit um ist. Und durch die Kugeln, die man sammelt, konnte man jedes Mal extra Zeit dazu bekommen. Nicht bloß also Leiste für den Turbo, sondern auch extra. Warte mal. Sondern auch extra Zeit. Und
ja, da hat man dann am Ende, je nachdem wie viel Turbo-Leiste man übrig hatte und wie viel Zeit, je nachdem wie viele Punkte man gesammelt hat, hat man dann bestimmte Anzahl extra Leben bekommen. Aber das seht ihr dann bei meinem Let's Play zu Sonic Heroes. Weil das ist ja auch schon vor Ewigkeiten fertig aufgenommen und, ja. Sagen wir es mal so, es ist ja schon fertig aufgenommen und auch schon fertig uploadet, aber dann erst später dann freigeschaltet, erst nach Sonic Boom. Und dabei kommt dieses Let's Play mal vor Sonic Boom als kleine Vorschau darauf. Weil dem wird dann auch die 3DS-Version so aussehen wie das hier gerade. Klar, wenn ich ja 3DS Capture Card habe, sollte ich sie natürlich auch nutzen, ne? So, als nächstes starten wir mit der Casino Night Zone durch, aber die machen wir dann im nächsten Part, weil ich würde sagen, durch die vielen Erklärungen dürfte der Part vielleicht schon eine gewisse Zeit gefressen haben und ich schlage vor, dass ich jede Zone pro Part reinbringe und den Mushroom Hill und nach Mushroom Hill kommt aber dann schon der Boss der Classic-Ära, weil es ist ja nämlich so, die Classic-Ära besteht ja wieder mal aus 3 Zonen, so wie in den HD-Versionen, aber leider Gottes gibt es hier weniger Zonen, möchte ich noch mitteilen, weil nach der Classic-Ära ist dann zum Beispiel, besteht die Dreamcast-Ära dann nur aus 2 Zonen und auch die Modern-Ära aus 2 Zonen. Also insgesamt 7 Zonen gibt es leider Gottes hier nur. Ist eigentlich blöd gemacht, weil, naja, ihr werdet es dann noch sehen, ich werde jetzt nicht zu viel verraten, weil ich habe euch schon irgendwie zu viel verraten. Es gibt insgesamt nur 7 Zonen. Aber ansonsten sind wirklich, bis auf die Green Hills und alle, wie ihr sehen könnt, alle exklusiv außerhalb der HD-Version, dass da ganz andere Stages verwendet werden. Und, ja, das ist es ja, das hat mich deshalb war das auch ein Grund für mich, dieses Spiel noch zusätzlich mit einem gebrauchten 3DS mit einem GameStop zu besorgen. Und ich habe es eigentlich auch nicht so wirklich bereut, aber, naja. Mit dem Gesamtfazit lasse ich ja natürlich jetzt noch bis zum Ende des Let's Plays warten und ich möchte jetzt nicht mehr groß aufhalten und würde euch jetzt sagen, ich bedanke mich fürs Gucken des ersten Parts. Wie immer gilt es, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mich und meine Let's Plays und natürlich auch die Publisher der Spiele unterstützen wollt, dann gebt bitte dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush4Defic89. Danke fürs Gucken und auf Wiedersehen und tschüss, Leute!